Und da sind wir wieder. Liebe Freunde, herzlich willkommen. Severin Gieswein, Juwelier Altherr, Altherr-Sprechstunde Nummer 53. Schön, dass ihr da seid an diesem Mittwochabend am 1. Dezember 2021. Das Jahr ist so schnell vergangen. Wir haben jetzt schon die 53. Ausgabe, die wir ja heute recorden. Wie immer ist es mir eine Freude. Ja, wird heute eine kleine Änderung geben. Das Ganze wird ein klein bisschen kürzer. Hat zwei Gründe. Erster Grund ist, es ist einfach gar nicht so viel passiert. Das, was passiert ist, fand ich ziemlich cool. Ich habe es euch gerne mitgebracht. Wir quatschen darüber, aber es wird kein abendfüllendes Programm. Zweiteres ist mehr so ein klein bisschen privat bedingt. Wie die meisten von euch ja wissen, studiere ich ja eigentlich hauptberuflich Medizin. Und ich bin momentan in einem Klinikum eingesetzt in Siegburg, ja, wo ich jeden Morgen 1,5 Stunden hinpendeln muss mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und ich muss jeden Morgen um kurz nach 5 aufstehen. Deswegen probiere ich jetzt diese Woche noch einigermaßen zeitig ins Bett zu kommen. Ja, ich halte es deswegen heute vielleicht ein klein bisschen kürzer, damit ich ein bisschen, ja, zeitig ins Bett komme, damit ich auch noch ausreichend Schlaf mitnehmen kann. War ein anstrengender Tag. Ich bin gerade erst durch die Tür gekommen, gerade von der Arbeit. Und ja, macht auf jeden Fall enorm viel Spaß. Ich erzähle euch das, weil ihr ja auch immer fragt, was bei mir so geht. Und ich denke, wenn man so ein bisschen privat schnacken kann, dann ist das auf jeden Fall ja auch eine schöne Sache. Ich sehe schon die Chatbox. Ja, die rattert schon. Sehr, sehr gut. Wir gucken mal, wer da ist und gehen erstmal wie gewohnt durch unsere treuen Fans, Zuschauerinnen und Zuschauer und wir gucken mal, wer alles am Start ist. Haben den Super Grobi. Er sagt Glück auf zurück. Der Rainer, ja, wünscht uns einen schönen guten Abend aus Speyer. Schön, dass du da bist, Rainer. Wie immer, schön dich zu sehen. Ich habe es gerade schon hier gesehen. Der Rainer ist nämlich unser Stammgast tatsächlich. Ja, du bist eine wirklich treue Seele. Wahnsinnig gut. Finde ich toll. Und dann grüßen wir natürlich auch hier die Person, den Mann mit dem schweren Nutzernamen X201T oder 201T. Schön, dass du da bist. Grüß uns aus Hamburg. Dann kriegen wir Grüße von Volker Lübecke. Also in Lübecke ist wie immer auch ein gern gesehener Gast hier. Schön, dass du da bist, Volker. Der Andreas grüßt uns. Auch du, schön, dass du da bist. Grüße aus Augsburg vom Toni. Ilja wieder dabei aus dem Münsterland. Marco dabei, schön, dass du da bist, Marco, ja, auch klasse, aus Hannover. Joachim, schön, dich hier zu sehen, klasse, Medizin-Ehrenmann. Okay, das erübrigt jetzt meine Frage, die ich normalerweise sonst immer stelle. Könnt ihr mich alle gut hören? Ich nehme an, ihr könnt mich gut hören. Fantastisch. Ja, genau, Medizin ist es über einige Umwege geworden, letzten Endes. Und ich ja, komme jetzt demnächst in mein 10. Semester. Das heißt, hoffentlich auch bald mal fertig, reicht dann auch, reicht dann auch. Und außerdem brauche ich ja auch mehr Zeit für die schönen Dinge im Leben, zum Beispiel Armbanduhren. Der Konstantin grüßt uns und der Christian grüßt uns vom Wörthersee. Auch wieder schön, dich hier zu sehen. Klasse. Und der Rainer schreibt schon, sind noch mehr Stammgäste dabei. Ja, das stimmt. Also die ganzen Namen, die ich gerade vorgelesen habe, die kenne ich eigentlich. Uns grüßt der Philipp aus dem Pott. Grüße zurück in den Pott. Ja, meine zweite Liebe neben dem Rheinland ist auf jeden Fall das Ruhrgebiet. Dann grüßt uns der Heiko noch aus Leipzig und eröffnet die Wrist-Checks mit einer Tagheuer-Ottavia. Freunde, bei mir hat sich nicht viel getan. Ja, was soll ich sagen? Es tut mir echt richtig leid, aber ich überlasse die Wrist-Checks lieber euch, ja, zumindest die spannenden bei mir. SINN EZM3F Stahlband, meine absolute Lieblingsuhr. Und macht mir jeden Tag Spaß zu tragen. Ich trage sie auch im Krankenhaus, natürlich nur dann, wenn man sie tragen darf. Ja. Wenn es darum um Hygiene geht, dann lege ich sie natürlich ab. Aber auch im Krankenhaus ist sie eine treue Begleiterin, macht richtig viel Spaß, bietet alles, was man braucht und noch viel mehr, wie ich finde. So, was habt ihr am Start? Der Volker. Eine Grand Seiko SBGE, und zwar die 271, die Canro. Mega, mega geil. Der Toni mit der Tissot Gentleman, perfekter Daily Rocker, würde ich sagen, ist auch absolut, absolut super. Der Marco hat die Oris Aquis, die Datwart Limited Edition, ja, finde ich eine richtig coole Uhr, eine meiner liebsten Oris-Modelle, die vorgestellt wurde in der vergangenen Zeit. Mega. Andreas, Black Bay 58, absolut stark, Legende. Der Rainer, ich wollte nämlich fragen, die neue Tudor Black Bay, ich hatte mit Rainer nämlich, wenn ich mal hier aus dem Nähkästchen plaudern darf, ja, wir haben privat ja ganz guten Kontakt, wir schreiben ab und an auf Instagram und da haben wir ein klein bisschen uns ausgetauscht, ja, weil wir ja jetzt bei Altair auch Tudor im Sortiment haben und ja, Rainer hatte sich verguckt in eine Black Bay am Lederband.
Und dann haben wir den Kontakt eingefädelt zu den Jungs und Mädels in Berlin ja beim neuen Alter-Store und haben da Rainers Traum realisieren können. Mega, mega cool. Freut mich, dass du zufrieden bist. Und danke für dein Vertrauen. Übrigens, Leute, falls ihr Fragen habt, Anliegen habt, ja, einfach Bock habt, über Uhren zu quatschen, Beratung wollt etc. pp., zögert nicht, mich anzuschreiben, severin.giesfernetalter.de. Oder falls ihr Instagram bevorzugt, da bin ich auch sehr aktiv, der Werkstudent, zusammengeschrieben in einem Wort, findet ihr mich, könnt mich jederzeit kontaktieren, falls ihr einfach Bock habt, über Uhren zu quatschen, einen Tipp braucht, eine Idee braucht. Ich habe jetzt schon ganz viele Anfragen bekommen bezüglich, was wären in deinen Augen die 5 besten Chronographen unter 5.000 Euro oder sowas. Und da stelle ich gerne für euch Listen zusammen, ich berate euch da gerne, mir macht das immer Spaß. Ja, also einfach Bescheid sagen, falls ihr Interesse habt. Weiter im Text. Memelicious, geiler Name mit der Psycho Prospects Monster, super cool, fette Uhr, das München Erbstück von Larco, cool, ja, die Erbstückreihe, die feiere ich sehr, finde ich super. Wir haben die Breitling Super Ocean Heritage in, ja, in Grün, cool, Farbe des Jahres, würde ich sagen, ja, noch, das Jahr ist ja nicht mehr ganz so lange. Tissot PRX, jetzt nicht so spektakulär, sagst du, Konstantin. Ich finde, die Tissot PRX ist eine der besten Vorstellungen der letzten Monate gewesen und würde ich sogar fast sagen, preissegmentübergreifend. Konnte riesen Wellen schlagen und ich kenne viele aus Internetforen und Gruppen, viele High-End-Sammler, bei denen eine PRX auf jeden Fall auch in der Sammlung gelandet ist. Ist eine ikonische Uhr, Tissot ist absolut solide, Preis-Leistungs-Verhältnis ist top und ja, Design und Verarbeitung, denke ich, zu dem Preispunkt ist absolut, absolut gut. Kannst nichts falsch machen. Und deswegen, jede Uhr ist spektakulär, denn jeder, der eine Armbanduhr trägt, verdient Respekt. Definitiv. Der Ilja mit der Citizen, auch sehr, sehr gut. Citizen sehen wir leider hier gar nicht so häufig, ja, aber machen echt richtig coole Uhren, gefällt mir sehr gut. Eine Mido Decompression Timer, das Modell von 2021, geil. Cool, dass du eins bekommen hast, sehr gut. Der Christian Dietmüller, den alten Navi Timer am Start, wahnsinnig gut. Und zu guter Letzt, genau, schreibt der Marco noch, die PRX ist eine Überlegung wert, top. Das sehe ich auch so. Super, Freunde, 41 Leute hier am Start, wie immer, ja, ehrt mich, dass ihr Bock habt, euren Mittwochabend mit mir zu verbringen. Und das zur Primetime, ja, 20.15 Uhr, wo, ja, ich will nicht sagen, es läuft besser, das im Fernsehen, sind wir ganz ehrlich. Ja, und außerdem, was man verpasst, kann man ja on demand inzwischen auch ganz einfach gucken. Also lasst uns lieber hier ein bisschen zusammen Spaß haben. Und ich würde sagen, nach unserer Begrüßungs- und Wristcheck-Zeremonie. Ja, gucken wir doch mal, was uns die Release-Woche so gebracht hat. Ich hatte es ja schon gesagt, viel ist nicht passiert. Das tut mir natürlich ein klein bisschen leid für euch. Auf der anderen Seite, ne, man hält das heute die Ausgabe natürlich auch ein klein bisschen knackig, ein klein bisschen kürzer. Und für diejenigen, die es noch nicht kennen, ich mache das gerne immer so, dass ich am Anfang noch mal ein, zwei Worte sage. Das hier, ja, mein Antlitz hier auf dem Thumbnail des Sekundenstopps. Der Sekundenstopp ist ein, ja, im Prinzip ein Blogbeitrag auf unserer alten Website, den ich seit, ja, inzwischen über einem Jahr für euch da draußen schreibe. Macht mir sehr viel Spaß. Alle zwei Wochen gibt es die heißesten News der Uhrenindustrie in euer Postfach. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist, ihr geht auf alter.de und geht dann in die Rubrik Magazin. Dann auf den Sekundenstopp, da findet ihr alle Ausgaben. Und wenn ihr auf irgendeine beliebige Ausgabe klickt, dann findet ihr hier Benedikts hübsches Gesicht, ja. Und da könnt ihr auf den Community-Button klicken und im Prinzip den Sekundenstopp-Blogbeitrag abonnieren. Das ist garantiert kein Spam. Ihr kriegt alle zwei Wochen eine E-Mail in euer persönliches Postfach, wo ich euch kurz briefe, sage, hey, guten Morgen, heute geht es um die Uhren. Wenn ihr Bock habt, klickt auf den Button und dann landet ihr bei uns auf der Website. Also alles ganz unkompliziert. Und ja, ich freue mich über jeden Leser, über jede Leserin. Und inzwischen sind in unserer Mailingliste echt verdammt viele Leute. Der Sekundenstopp hat echt ganz gute Klickraten. Ja, also Leute lesen das gerne. Und darum finde ich super, dass, ja, dass wir hier gemeinsam dann über Uhren quatschen, so ein bisschen so eine Community aufbauen. Das Ganze ist ja eher so begleitend im Prinzip zum Livestream von Benedikt, der ja jeden Freitag ist. Da komme ich hier alle zwei Wochen an den Start und mache hier so ein bisschen mein persönliches Format und kann mit Stolz sagen, dass ich inzwischen auch hier so ein paar echt eingefleischte Sekundenstopp- bzw. Sprechstunde-Fans gesammelt haben und die Stammgäste, ja, über die wir eben geredet haben. Und das macht immer wieder Spaß. Aber jetzt genug der Vorreden.
Ich rede mir hier den Mund fusselig, gucken wir in den Sekundenstopp. Ihr seht es schon hier auf dem Thumbnail. Genau, es sind 3 Uhren, denn so eine wirkliche Titelstory gab es dieses Mal nicht, weil wir 3 wirklich coole Releases hatten. Und ich würde sagen, starten wir doch einfach mal mit der neuen Oris Big Crown Pointer Date mit dem Kaliber 403. Vielleicht erstmal ganz kurz vorweg, ich muss euch noch was zeigen hier. Ich habe wieder hier ein bisschen gezaubert und habe wieder Overlays gebastelt, damit ihr die Uhren auch sehen könnt, während ihr mich im Bild habt. Da sind wir doch, hervorragend. Da ist die Uhr. Wie gesagt, das ist die neue Oris Big Crown Pointer Date Kaliber 403. Und diejenigen, die mich schon so ein klein bisschen verfolgen, die wissen ja, ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Oris. Ich bin wirklich ein großer Fan von Oris. Ich finde, die machen zurzeit einiges richtig. Und seit der Vorstellung ihres Kaliber 400, was im Prinzip ein Inhouse-Kaliber ist, und nicht im Prinzip, es ist ein Inhouse-Kaliber, ist mir die Marke einfach noch 1000-mal sympathischer geworden. Ich will vielleicht nochmal kurz erklären, warum. Oris ist ein unabhängiger Hersteller, das heißt, die gehören zu keiner großen Dachgesellschaft, keiner Swatch Group, keiner Kering Group, keiner Richemont Group, ja, keiner LVMH, also sie sind für sich selber. Oris ist Oris. Und als jemand, der so alleine steht, das Projekt in die Hand zu nehmen, ein Inhouse-Kaliber zu entwickeln und nicht nur ein Inhouse-Kaliber zu entwickeln, sondern ein Inhouse-Kaliber zu entwickeln, was fast schon Industriestandard setzt in puncto Magnetfeldresistenz für ein Standardkaliber, in puncto Gangreserve, 5 Tage, Industriestandard ist leider immer noch 3 Tage, 5 Tage bietet Oris, 10 Jahre Serviceintervall, Industriestandard 5 Jahre, 10 Jahre Garantie auf Uhren mit dem Uhrwerk, Garantie ist so ein Ding in der Uhrenindustrie, ja. Bis vor gar nicht allzu langer Zeit gab es bei Patek Philippe 1 Jahr. Bei Omega gibt es 5 inzwischen, bei Rolex gibt es 5, bei Audemars Piguet gibt es 3 und bei Oris gibt es 10. So sicher sind sie sich mit ihrem Kaliber. Am Anfang hatte das natürlich ein paar Kinderkrankheiten, die wurden inzwischen ausgemerzt und jetzt wird nach und nach die komplette Oris-Palette, ja, der ganze Katalog wird aufgerollt, beziehungsweise das Kaliber wird in den Katalog ausgerollt, ja, alle möglichen Modelle. Und jetzt diese wunderschöne Big Crown Pointer Date, werden vielleicht einige sagen, ja, so eine ähnliche haben wir doch schon mal gesehen, ist richtig, denn vor einiger Zeit gab es die Big Crown Pointer Date Höllstein Edition. Das war eine limitierte Edition, die dieser hier sehr, sehr ähnlich sah, denn sie unterscheidet sich doch ein klein bisschen zur regulären Pointer Date. Und zwar, das Erste, was wahrscheinlich ins Auge springt, war zumindest bei mir so, der Zeigersatz anders. Wir haben nicht mehr diese Kathedralenzeiger, sondern wir haben jetzt ja etwas schlankere, ich glaube, sowas nennt sich dann Schwertzeiger, genau, etwas schlankere Schwertzeiger. Wir haben keine geriffelte Lünette mehr, wir haben eine glatte Lünette. Und das sind 2 Sachen, die ich persönlich richtig super finde. Ja, das steht dieser Uhr unglaublich gut. Außerdem haben wir eine kleine Sekunde unten auf 6 Uhr, unverkennbar. Wir haben sehr, sehr schnörkellos das Zifferblatt, was natürlich daran liegt, dass diese Uhr ein Pointer-Date hat. Ja, das heißt, wir haben im Prinzip eine Zeigeranzeige für das Datum und somit kein Datumsfenster. Und ja, das macht diese Uhr in meinen Augen einfach zu einem wirklichen Hingucker. Was außerdem cool ist, ist, dass die Uhr statt 40 mm nur noch 38 mm groß ist. Ich weiß, jetzt werden wahrscheinlich gleich wieder Leute sagen, es ist zu klein für mein Handgelenk. Probiert es aus, Leute, wirklich. In meinen Augen 38 bis 40 ist eine perfekte Größe für die meisten Handgelenke. Ja, es sieht wirklich super aus. Diese Uhr hat keine allzu kurzen Hörner, ja, das heißt, sie geht nicht unter an größeren Handgelenken, sie sitzt wunderschön, ich hatte sie natürlich selber noch nicht am Arm, habe allerdings die Pressefotos gesehen, gefällt mir einfach mega gut. Das Zifferblatt, tiefblau, sieht klasse aus in meinen Augen, super schön, elegant, doch ein klein bisschen sportlich mit dem Blau. Die Ziffern sind aufgedruckt aus Superluminova, in den Zeigern ist Superluminova, das heißt, trotz dieser, ja, fast schon ein bisschen dressigen Komponente ist sie trotzdem eigentlich, ja, wie eine Sportuhr zu betrachten, hat alles, was man braucht. Wir haben einen Glasboden, durch den Glasboden kann man dieses von mir eben schon angesprochene Inhouse-Kaliber, das Kaliber 403 von Oris betrachten, das ist natürlich auch super. Und ja, ansonsten, das Saphirglas ist beidseitig gewölbt, damit das Ganze auch diesen klassischen Charakter bekommt. Die Uhr ist natürlich aus Edelstahl, ja, das glaube ich, da müssen wir nicht drüber sprechen. Und mit einer Wasserdichtigkeit von 50 Meter, jetzt wahrscheinlich keine ultra schwimmbare Uhr, aber für den Alltag auf jeden Fall denke ich mehr als tauglich. Ja. Das Einzige, was mich ein klein bisschen stört,
ist der Hornabstand, das heißt die Federstegbreite, 19 mm. Weiß ich nicht genau, wieso man diese krummen Zahlen nehmen muss. Ja, also 18, 20, 22 sind ja eigentlich so die Standardmaße für Drittanbieterarmbänder. Ja, und mit 19 mm wird da die Luft schon so ein klein bisschen dünner. Das gefällt mir persönlich dann immer nicht so gut, weil da natürlich die, ja, die Hersteller auch wollen, dass man sie an dem Armband trägt, an dem sie vorgesehen ist. Auch irgendwie ein Punkt, ja, ist auch fair enough. Aber endkundenfreundlicher wäre eine gerade Federsteg, Millimeterzahl, in meinen Augen. Genau, das Armband ist aus Leder, finde ich, steht der Uhr sehr, sehr gut und ja, harmoniert sehr, sehr schön mit dem Gehäuse. Und ja, fließt schön in die Hörner, gefällt mir echt alles in allem sehr, sehr gut. Mir persönlich tatsächlich besser als die ganz normalen ja, Pointer-Date-Modelle. Aber lasst mich gerne wissen, was ihr dazu denkt. Und ich schaue mal eben in den Chat und dann gucken wir mal. Ihr habt auf jeden Fall fleißig geschrieben, ich habe es schon gesehen. Ja, genau. Ah ja, der Rainer ergänzt noch hier, Montagmorgen Kaffee und Sekundenstopp. Genau um 7.15 Uhr am Montagmorgen landet der Sekundenstopp nämlich in eurem Postfach, damit ihr den Start in die Woche so ein bisschen versüßt bekommt. So. Der Martin schreibt, ich schaue seit vielen Jahren kein TV mehr, wie die meisten Jugendlichen vor heute. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist. Ich würde mich jetzt auch nicht zu den Jugendlichen von heute zählen. Ich bin 26, aber ich gucke auch seit geraumer Zeit keinen Fernsehen mehr eigentlich. Immer nur, wenn es läuft. Wenn ich bei meinen Eltern bin, die gucken dann so Nachrichten und Tatort. Sowas schaue ich dann ganz gerne mit. Aber ansonsten, man hat alles on demand. Ne? Man hat alles auf dem Tablet, auf dem Laptop und auf dem Smartphone. Und ja, ich gucke auch nur das, was ich will und schaue das auf meinen Endgeräten. Fernseher, ich habe nicht mal einen Fernseher. Alles klar, aber lass uns über Uhren reden. Oris ist sehr geil, sagt der Konstantin, bin ich bei dir. Der Christian stimmt dem zu und sagt, Oris ist wie immer top. Dann, ja, Oris wird mega unterschätzt. Ich finde auch. Also bisweilen, ich hatte schon mal den wagemutigen Punkt gebracht. Wenn man mich nach der perfekten Uhr fragt, sage ich Oris Aquis Kaliber 400. Der beste Allrounder. Wenn du es von allen Ecken betrachtest, kannst du drehen und wenden, wie du willst. Ich wüsste nicht, was diese Uhr schlägt. Ob das jetzt persönlicher Geschmack ist oder nicht, ich wüsste nicht, was die Uhr schlägt. Verarbeitung, Inhouse-Uhrwerk, Varianten, die man bekommen kann, verschiedene Größen, die man bekommen kann, verschiedene Armbänder, die man bekommen kann, die ja wirklich Hightech sind, mit Schnellverstellung in der Schließe, mit Schnellwechsel, Federstegen etc. pp. Die Verarbeitung, die Robustheit, die Wasserdichtigkeit, also Oris Aquis Kaliber 400, Freunde. Ich sag's euch, wie es ist. Ilja sagt, Oris ist echt nice. Robert schreibt, mir gefiel die alte Variante vom Zifferblatt und Datumszeiger besser. Ist kein Problem. Die alte Variante ist nämlich nach wie vor auf jeden Fall noch erhältlich. Der Jonathan schreibt, springt der Zeiger noch und geht damit auf die von mir eben angesprochenen Kinderkrankheiten wahrscheinlich ein, die mit dem Kaliber 400 erstmals aufgetreten sind. Soweit ich weiß, ist das behoben. Ja, was das Problem war, um das vielleicht kurz zu erläutern, es war so, wollte man die Uhr stellen, logischerweise exakt stellen, zieht man die Krone, drückt man die Krone wieder rein, ist der Zeiger leider nicht auf der ja, ihm angestammten Position geblieben, sondern ist im Prinzip so anderthalb Sekunden nach vorne gesprungen und somit ließ sich die Zeit natürlich nicht exakt einstellen. Super ärgerlich, war aber anscheinend eine Kinderkrankheit vom Kaliber und wurde inzwischen behoben. So, der Marco sagt, Respekt Oris, mit nur 150 Mitarbeitern am Hauptstandort in Hölstein, absolut eine Leistung. Ja, wie gesagt, auch das kommt noch dazu. Ja, sie gehören keinem Dachverband an, keiner großen Marke, keiner Gruppe. Oris ist Oris. Einfach super. Joachim findet die Oris top. Bin ich bei dir, Joachim. Bei Grand Seiko gibt es jetzt auch 5 Jahre Garantie, genau. Die haben auch nachgezogen, die Japaner. Tudor hat auch 5 Jahre Garantie. Yes, genau. Und der Volker schreibt, da geht Oris steil voran. Ja, tun sie auch. 10 Jahre Garantie, ne? Das will schon was heißen. Der Andreas schreibt, 38 mm ist absolut top. Dem Rainer gefällt die Uhr. Und der Stefan sagt, seine nächste wird auch eine Oris. Aber zurzeit noch in die neue Laco verliebt. Ja, wie gesagt, hier die Flitterwochen, ja, die Honeymoon-Phase mit der neuen Uhr, die sollen erstmal vorbeigehen. Und dann kann man sich ja immer noch umgucken. Das Schöne an Uhren ist, in den meisten Fällen laufen sie nicht weg. Und ja, wenn wir über die Uhren sprechen, über die wir hier sprechen, sind die in den meisten Fällen ja auch ganz gut verfügbar. So, gucken wir mal.
38 mm ist mein Favorit bei den Durchmessern, sitzt bei mir persönlich am bequemsten. Bei mir auch, also zwischen 36 und 40 finde ich persönlich auch optisch bei mir am besten. Aber es kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an, wie das Gehäuse geschnitten ist, wie die Hörner geschnitten sind und ja, wie die ganze Uhr halt natürlich auch Präsenz auf dem Handgelenk hat. Der Wolfgang fragt, was ist ein Inhouse-Werk? Also Inhouse-Werk steht so ein bisschen Werken von der Stange gegenüber. Ja, im Prinzip ist ein Inhouse-Werk ein Uhrwerk, wo nahezu alle Teile, alle Komponenten im eigenen Haus gefertigt, montiert und reguliert werden. Inhouse ist tatsächlich inzwischen in der Uhrenindustrie so ein bisschen ein verwässerter Begriff, das muss man ganz ehrlich sagen, weil zum Beispiel auch Hersteller wie Vacheron Constantin, wie Audemars Piguet, die ja dafür bekannt sind, wahnsinnig gute Inhouse-Werke zu bauen, beziehen oft trotzdem noch Teile von Drittanbietern. Das ist völlig normal. Beispielsweise die Spiralen für die Unruh macht kaum jemand selber. Rolex macht die selber, Moser macht die selber, aber fast alle anderen Hersteller, Debetün macht die selber, aber fast alle anderen Hersteller beziehen zum Beispiel so Sachen von außerhalb. Die wälzen das Material für die Unruhspiralen nicht selber aus, die schneiden es nicht selber zurecht, die drehen oder die winden die Spirale nicht selber bei Hand. Sowas ist einfach eine Riesenleistung. Deswegen muss man natürlich immer fragen, wo beginnt Inhouse, wo hört Inhouse auf? Es gibt Uhrenhersteller wie zum Beispiel Roger Smith aus UK, der macht sogar seine Schrauben selber, ja, also so aus so kleinen Metallstiften fräst er selber Schrauben. Also, ne, das muss man wirklich sagen. Also, ja, da kann man das natürlich ad absurdum irgendwo spinnen, aber im Prinzip, wenn du fragst oder wenn du Leute reden hörst, was ist ein Inhouse-Kaliber? Ein Inhouse-Kaliber ist ein Werk, was nicht von der Stange kommt. Wir haben Anbieter wie Eta meistens. Wir haben Sellita, wir haben auch andere Uhrwerke von Herstellern wie Seiko oder auch Miyota. Die kann man einfach auf der Herstellerwebsite beziehen. Die kann man kaufen als fertiges Uhrwerk oder nur als Ebauche, also nur als das Rohwerk, und kann dann seine eigenen Teile selber drauf montieren. Aber in irgendeiner Form kann man die Teile von der Stange beziehen. Ja, so wie im Supermarkt nimmst du da quasi den Rohbau, nimmst das mit, wie im Baumarkt natürlich, und bastelst da selber dran rum. Ja, und ein Inhouse-Werk ist halt eben genau das nicht. Der Rainer fragt, was die Oris kostet. Die Oris kostet 2.900 Euro. Ja, also auch ein ganz netter Preis. So, Lange macht auch die Spirale selber, genau. Lange ist auch ein gutes Beispiel dafür. Sehr richtig. Ja, cool, ne? Also ist echt eine schicke Uhr. Macht Spaß, macht echt Spaß. Und ja, Oris in meinen Augen. Einer meiner absoluten Lieblingsbrands. Gucken wir weiter. Was haben wir noch? Wo lange eben angesprochen wurde, ist Nomos nicht weit. Wir haben zwei festliche Varianten der Nomos Orion, die neu vorgestellt wurden. Und zwar eine auf der linken Seite in Gold, 33 mm stark, und auf der rechten Seite in Silber, 38 mm stark. Diese Uhren finde ich. Also ich meine, wenn man Nomos vor Augen hat, glaube ich, dann denkt man an so eine Uhr. Diese Uhr ist typisch Nomos, wunderbar minimalistisch, Bauhausstil, kein Schnickschnack, keine Leuchtmasse. Die ganze Uhr ist Zifferblatt, wenn man so will. Ja, die Lünette ist so schlank, man sieht sie fast überhaupt nicht. Und zwei richtig coole Farben. Ja, goldenes Blatt mit silbernen Akzenten und silbernes Blatt mit goldenen Akzenten. Auch hier habe ich euch natürlich das entsprechende Overlay mitgebracht, damit wir mal reingucken können. Und ja, diese Uhr, die in 33 mm kommt, die richtet sich wahrscheinlich eher an die Damen dieser Welt oder an Männer, die sehr, sehr klassische Größen bevorzugen. Ja, also das ist noch nicht, gar nicht allzu lange her. Mein Opa hat 34 mm starke Uhren getragen. Also mit 33 mm ist man da auch durchaus nicht ja, super fehl am Platz als Mann. Zumal, wenn man sich diese Uhr hier betrachtet, fällt ja ganz klar auf diese ewig langen Hörner, typisch für Nomos, ne? Sehr, sehr lange Hörner, das heißt, diese Uhr geht auch absolut nicht unter. Und dadurch, dass die Lünette so schlank ist, wirkt das Zifferblatt deutlich größer. Ja? Also man muss sich vorstellen, das gesamte Zifferblatt ist ja quasi 33 mm im Durchmesser. Wenn ich mich nicht ganz vertue, dann sind beispielsweise bei der Rolex Datejust 41 ist das Blatt auch nur 37 mm im Durchmesser. Ja, und da müsst ihr euch einfach die Proportionen so vorstellen. Und wenn halt ein Hersteller überhaupt keine Lünette quasi verbaut, ja, so wie hier Nomos,
Wirken natürlich 33 mm reines Zifferblatt, deutlich größer, als sie, als sie auf dem Papier natürlich wirken. Im Inneren beider Uhren haben wir das bewährte Handaufzugskaliber Alpha. Ja, auch das ist ein Innenhauswerk von Nomos. Ja, und zu absolut tollen Preisen bietet Nomos, wie wir ja alle wissen. Benedikt hat dazu tolle Videos produziert, die ich jedem empfehlen kann. Der war bei Nomos und hat sich das alles angeschaut. Die bieten absolut, ja, Wahnsinnsqualität, Verzierung, wunderschön. Und auch hier, finde ich, sieht man wieder, was Nomos ausmacht. Ja, das Zifferblatt an sich ist so ein klein bisschen matt, leicht gekörnt, sieht fast so ein bisschen seidig aus. Auch hier kein Schnickschnack, ziemlich schnörkellos, ganz schlanke Zeiger und einen wunderschönen Sonnenschliff auf der kleinen Sekunde auf 6 Uhr. Ich zeige euch jetzt direkt mal die silberne Variante. Und ja, dann schaut euch mal hier die kleine Sekunde an und wie die proportioniert ist. Prägt es euch ein, zeige euch dann mal die goldene. Wirkt natürlich hier deutlich größer, ja, ist tatsächlich aber gleich groß. Weil halt dasselbe Werk verbaut ist, ne? Muss man auch einfach sagen, wie es ist. Also in beiden ist das Handaufzugskaliber Alpha dementsprechend ist das mit der kleinen Sekunde so ein klein bisschen anders proportioniert, weil das Werk natürlich von seiner Architektur das nur so hergibt. Genau, hier die silberne Variante finde ich richtig toll. Beide Uhren an Lederbändern ohne Kontrastnaht, aber mit einer Ziernaht. Sehen wunderschön aus und ja, jetzt so in der Vorweihnachtszeit finde ich, ich weiß nicht, diese Uhren haben irgendwie was Festliches. Wir haben preislich einen Preisaufruf von 1460 Euro für diese wunderschöne Uhr. 1460 Euro für eine Uhr mit Inhouse-Kaliber, auch da, ne, so muss man es natürlich wieder hervorheben. Ja, und 1740 Euro für diesen hübschen Zeitmesser. Beide finde ich toll. Beide sind typisch Nomos. Für meinen Geschmack tatsächlich ein klein bisschen zu dressy. Ich hätte dafür einfach im Alltag keinen praktischen Anwendungszweck, aber ich denke, wer sich gerne ein bisschen schicker kleidet, vielleicht sogar ein bisschen mehr understated, der ist mit diesen Uhren ja wahrscheinlich gut beraten. Die Zifferblätter sind leicht gewölbt, das sieht man natürlich hier in diesem Rendering immer nicht so gut. Die Zifferblätter haben eine leichte Wölbung, das Uhrglas hingegen ist sehr, sehr deutlich, fast schon ein bisschen aggressiv gewölbt, ja, also sehr, sehr vintagey und steht der Uhr super gut und verleiht dem Ganzen natürlich nochmal eine andere Form von Plastizität und Tiefe. So, was habt ihr dazu zu sagen? Nomos ist echt nichts für mich und das kann ich verstehen, denn Nomos ist, Nomos hat seine Fans und die sind dann auch wirkliche Die-Hard-Fans, ne? Es gibt nicht viele Graubereiche bei Nomos, ne? Ich glaube, wenn man sagt, man steht auf diese Art von Design, denn die ganzen Uhren, also die komplette Palette, die teilt sich natürlich Designelemente, wenn man auf sowas steht, denke ich, wird man da sich ja nicht satt sehen können, wer halt sowas nicht mag, halt entsprechend nicht. Der Rainer schreibt, die neue Clubsport sieht richtig gut aus. Ja, finde ich auch. Kommt auch auf unserem Kanal noch was in Zukunft und auf unserer Website auch. Wer da ein bisschen tiefer eintauchen möchte, schon mal, der kann auf jeden Fall auch in die, was, die letzte oder die vorletzte Sekundenstopp-Ausgabe gucken. www.alter.de, Rubrik Magazin und dann auf Sekundenstopp. Ihr seht es im Thumbnail dann auch, es geht um diese Uhr. Wer Lust hat, da mal einzutauchen, die ist nämlich was wirklich ganz Besonderes. Und sogar für Leute, die vielleicht ansonsten nicht so warm werden mit Nomos. Also da kann ich wirklich mal empfehlen, vorbeizugucken. Von der Optik her, really nice, schreibt der Stefan. Und da bin ich bei dir. Der Toni schreibt, ich finde von Nomos die Club Campus genial. Ich auch. Also das ist meine Lieblings-Nomos tatsächlich. Es wird gefragt, hattet ihr die Oris schon? Meinst du, ob wir die hier schon besprochen haben? Ja. Ob ich die schon in der Hand hatte? Nein. Und ob wir die bei Alter schon haben? Weiß ich nicht. Gerne anfragen. info@alter.de bei Interesse. Der Volker schreibt, tolle Uhren, 38 mm sind die unterste Grenze, wird aber durch die langen Hörner mehr als kompensiert. Und genau damit sprichst du mir aus der Seele. Das ist nämlich genau, was ich eben auch meinte. Der Preis ist voll okay, finde ich auch. Die Clubsportmodelle, ja, die scheinen ihre Fans hier zu haben. Ja? Der Christian schreibt, der Preis passt, finde ich auch. Und Mimnisches schreibt, die Autobahn ist cool. Die Autobahn ist auf jeden Fall was sehr Besonderes, ne? Also auch das ist wieder, wenn man Nomos liebt, liebt man wahrscheinlich die Autobahn. Aber auch da gibt es wahrscheinlich keine Graubereiche.
So, und der Andreas schreibt, Nomos Club ist geil, er findet die breitere Lünette besser. Ja, ich stehe eigentlich auch auf, ich stehe auch auf breitere Lünetten. Und ja, das ist halt, also diese Orion-Modelle, so generell die Orion-Serie, wenn man so will, wenn man davon sprechen möchte, eigentlich ist ja jede Nomos auch ziemlich dressy, aber wenn man sagen möchte, definiere die Dresswatch von Nomos, dann wäre es wahrscheinlich die Orion. Und weil ich persönlich keine wirklich Verwendung und keinen Bezug zu Dresswatches habe, noch nicht, wer weiß, was kommt, ja, ist die entsprechend auch nicht so wirklich auf meinem Radar. Aber ich dachte trotzdem, ich bringe sie mit. Es ist ein schickes Teil, beziehungsweise sind beides schicke Teile. Ich zeige euch nochmal die goldene Variante. Super schön finde ich auch mit diesem grauen Lederarmband. Und ja, dann lass uns doch weitermachen. Die nächsten Uhren, die ich für euch dabei habe, wieder zwei an der Zahl, haben Grail-Watch-Potenzial. Und zwar sind es zwei Neuvorstellungen von Zenith. Ich sage schon mal vorweg, diese Uhren sind unbezahlbar teuer, sind unglaublich streng und unerreichbar streng limitiert. Und deswegen werden sie wahrscheinlich für die meisten von uns Träume bleiben, wenn man von so einer Uhr träumt. Aber sie haben einiges an Feuer, was ich hier gerne mit euch besprechen würde. Ich guck mal, ob ich hier Overlays zugemacht habe, dürfte aber eigentlich so sein. Hier ist zumindest schon mal die erste. Genau, und zwar heißt diese wunderschöne Uhr, über die wir jetzt als erstes sprechen, Zenith DeFi 21 Double Tourbillon Sapphire. Sapphire, das komplette Gehäuse ist aus Saphir. Absolut schwierig zu bearbeiten, ja. Härtestes Material, also ist so hart wie ist quasi so hart wie Diamant. Ultra schwierig, das in Form zu bringen, noch viel schwieriger, das in so eine coole Form zu bringen, wie Zenith das hier gemacht hat. Und ja, diese Uhr ist ein absoluter Kracher. Warum? Wie der Name halt verrät, verfügt diese Uhr nämlich über zwei Tourbillons. Und zwar ein Tourbillon treibt das Hauptwerk an, ja, das Hauptuhrwerk, und der andere Tourbillon ist nur für den Chronographen. Und das erste Tourbillon für das Hauptwerk, das vollzieht eine Umdrehung pro Minute, ja, also relativ standardmäßig, das tun die meisten Tourbillons. Und jetzt haltet euch fest, der zweite Tourbillon vollzieht eine Umdrehung um die eigene Achse in 5 Sekunden. Das Ding ist, also 5 Sekunden, das Ding fliegt. Das Ding fliegt genauso schnell, wie der Chronographenzeiger fliegt, ja, mit dem man dann die berühmte Hundertstel Sekunde stoppen kann. Das erste Tourbillon schwingt mit 36.000 Halbschwingungen pro Stunde, ja schon auf High Beat. Das zweite Tourbillon schwingt mit 360.000 Halbschwingungen pro Stunde, 10-mal so schnell, und treibt dabei halt noch dieses Tourbillon an, treibt dabei den Chronographenzeiger an, der eine Hundertstel Sekunde stoppen kann, während dieses Ding innerhalb von 5 Sekunden einmal um sich selber dreht. Also da muss ich wirklich sagen, so, natürlich ist diese Uhr unerreichbar. Für mich persönlich wäre sie auch optisch, glaube ich, nicht 100% was, aber als ich das gelesen habe, dachte ich, ich kann es nicht glauben. Also das ist wirklich das Krasseste, was ich seit langem gelesen habe. Das kann ich wirklich sagen. Wahnsinnig, einfach nur wahnsinnig. Und Zenith lässt sich das eine Limitierung von 10 Stück und einen Preis von 180.000 Schweizer Franken kosten. Ja, was wir außerdem dazu zu sagen haben, ist, dass die Besitzer dieser Zenith, ja, also die 10 Besitzer, die sich diese Uhr sichern können hier, plus die Besitzer, die sich die 10 Uhren der anderen Ausführung sichern können, die ich euch jetzt gleich zeige, die lädt Zenith ein zu einem Parabelflug in Frankreich, wo man das Gefühl von Schwerelosigkeit erleben kann. Kostenlos. Wenn man vorher 180.000 Schweizer Franken bezahlt. Aber an sich ein absoluter Brecher, ein Killer von einer Uhr und in meinen Augen, ja, absolut, absolut stark. Ich gucke jetzt gerade mal hier, ob ich noch das zweite Overlay habe von der zweiten Zenith. Ah ja, okay, habe ich hier, zeige ich euch jetzt auch. Das ist die zweite und die kostet 160.000 Schweizer Franken. Und was an der so besonders ist, die nennt sich Zenith DeFi Zero G Sapphire. Sapphire wieder, weil das Gehäuse aus Saphir ist.
Zero G, also Zero Gravity, null Schwerkraft. Warum? Diese Uhr, was man am Anfang vielleicht für ein Tourbillon unten halten könnte, ist kein Tourbillon, sondern man muss erstmal vielleicht klären, was ist der Sinn und Zweck von einem Tourbillon. Ein Tourbillon wurde ursprünglich für Taschenuhren entwickelt. Warum? Weil diese Uhren dauerhaft in der Westentasche verweilt haben, immer in derselben Position. Und so waren die Uhren immer der Schwerkraft aus derselben Richtung ausgesetzt, ja, was die Ganggenauigkeit beeinträchtigen kann. Dadurch, dass ein Tourbillon sich um sich selber dreht und die Unruhspirale ja im Prinzip nicht nur in einer Dimension, sondern direkt in mehreren Dimensionen, wenn man das so sagen kann, vibrieren kann, wird eine viel bessere Ganggenauigkeit erreicht. Das heißt, der ursprüngliche Sinn von einem Tourbillon ist eine Verbesserung der Ganggenauigkeit. In dieser Uhr hier wird das Ganze gelöst, weil die Unruh ein Gegengewicht hat. Darum sieht das Ganze auch hier so ein bisschen geneigt aus. Die Unruh hat ein Gegengewicht. Das heißt, je nachdem, wie ihr euren Arm dreht, die Unruh wird immer an der Schwerkraft ausgerichtet. Ja, also sie ist in so einer freischwingenden Achse aufgehangen und das Ganze ist einfach so ein super, super wildes Konzept. Was ich auch wild finde, ist die Wahl der Materialien auf dem Zifferblatt. Wir haben nämlich oben in der dezentralen Stunden- und Minutenanzeige haben wir Meteorit. Ja, dieser Stundenring ist aus Meteorit. Dann haben wir innenliegend eine Platte aus Enamel. Ja, und zwar das ist Grand Faux heißt das, also höchster Bearbeitungsgrad. Und wir haben Aventurin. Also auch hier wieder einfach High-End-Materialien. Wahnsinnig gut arrangiert in meinen Augen. Diese Uhr sieht klasse aus. Wir haben die Mars-Oberfläche nachempfunden, oben auf ungefähr 10 Uhr und eine Gangreserveanzeige demgegenüber auf circa 2 Uhr. Ja, also auch einfach wieder ein Wahnsinnsteil, super viel zu bieten und in meinen Augen einfach nur ein richtiger Flex von Zenith, ja, einfach mal um zu zeigen, was man so kann. Beide Uhren sind 46 mm im Durchmesser übrigens. Die Uhrwerke sind komplett skelettiert, also die haben nicht nur so, ja, wir machen den Gehäuseboden auf, sondern so, dass man das Werk sehen kann, sondern die sind komplett nur für diese Uhren skelettiert, dass man sie aus allen Seiten gut betrachten kann, denn man kann schließlich auch von der Gehäuseflanke reingucken, dadurch, dass das Gehäuse durchsichtig ist. Was haben wir noch? Wir haben einen Preis, habe ich glaube ich schon gesagt, von 160.000 Schweizer Franken, also wir haben 180.000 und 160.000 Schweizer Franken und die Uhrwerksteile sind mit blauem PVD beschichtet, um im Prinzip diesen Nachthimmel nachzuempfinden. Ich gucke mal gerade, das hatte ich nämlich noch auf dem Schirm, das wollte ich euch eigentlich noch zeigen. Ah, super, perfekt. Da zoome ich mal hier ran und teile mal eben meinen Bildschirm nochmal. Dann könnt ihr nämlich sehen, was ich meine. Wenn wir nämlich den Arm hängen lassen, das Gegengewicht, was übrigens aussieht wie der Mond, hält die Unruh ja immer quasi in der entsprechenden Position. Ist das nicht cool? Entsprechend den nachtblauen Akzenten haben wir ein nachtblaues Zifferblatt. Ja, das ist das standardmäßige nachtblaues Armband. Entschuldigt, das ist das standardmäßige Armband der DeFi-Serie. Super gut. Also wer das schon mal am Arm hatte, der weiß, das sitzt wie eine zweite Haut. Echt klasse. Und finde ich, da hat Zenith gute Arbeit geleistet. Ja, hier ist nochmal diese Uhr. Sieht echt klasse aus. Sieht echt klasse aus. 155.000 Euro sind die 160.000 Schweizer Franken. Also wer da Lust hat, einen Schnapp zu landen, der soll das tun. Ich zeige euch die Uhren nochmal und würde gerne von euch wissen, welche Uhr gefällt euch besser. Ich persönlich finde zwar das Doppeltourbillon absolut eindrucksvoll, aber ich glaube, von der Optik spricht mich, glaube ich, die Zero G hier noch so ein klein bisschen mehr an. So, gucken wir, was ihr sagt. Erstmal, ulala, genau, so kann man das beschreiben. Zenith ist brutal cool, das sehe ich genauso. Sehr interessante Uhren, beide nicht so meins. Genau, also es ist halt wirklich auch, diese Uhren, glaube ich, die sind nicht primär gemacht, um halt eine breite Masse anzusprechen, ne? Darum auch 10 Stück Limitierung. Die sind, glaube ich, einfach nur, um einmal den uhrmacherischen Morgenstern durch die Runde zu schwingen. Alter sagt, wunderschönen guten Abend in die Runde. Vielen Dank für den tollen Stream, Severin. Lasst alle ein Like da.
lasst wirklich alle ein Like da. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, nicht nur ich hier in meinem Livestream, sondern generell auch die Videos bei Altair, wenn euch die Artikel gefallen, die wir auf unserer Website veröffentlichen, wenn euch gefällt, was ich mache, was ich schreibe, was der Benne macht, was die Lena macht, was alle Kollegen und Kolleginnen bei Altair so leisten, dann lasst den Videos gerne Daumen nach oben da. Das ist ja die Währung quasi auf YouTube. Und momentan, YouTube stellt das ja immer so ein bisschen um, momentan füttert sich der YouTube-Algorithmus hauptsächlich über Daumen nach oben. Manchmal sind es auch mehr so die Kommentare. Seit der Umstellung des Like-Systems, dass man jetzt quasi die Dislikes nicht mehr sehen kann, sondern nur noch die Likes, scheinen diese wieder so ein bisschen in den Vordergrund gerückt zu sein, was das Ranking von Videos anbelangt. Also wenn ihr quasi uns was Gutes tun wollt, dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Das kostet nichts und hilft uns einfach unglaublich, noch mehr Leute mit unseren Videos zu erreichen. Und wenn ich ja hier so mit euch in diesem Livestream bin und mich so über die Community freue, glaube ich, hätten andere Leute da auch enormen Spaß dran. Super. Der Martin schreibt, Zenith macht schon sehr tolle Uhren, auch wenn die beiden preislich etwas out of range sind. Absolut. Darum, ich sage ja, es sind Grail Watches und wahrscheinlich werden sie auch Grail Watches bleiben. Der Marco bringt es gut auf den Punkt. Wahnsinn, was technisch alles möglich ist. Ja, und genau so ist es. Der Ilja ist dabei und der Robert sagt, eine grandiose Demonstration des Handwerks. Genau. Also es geht einfach wirklich nur darum, einmal zu zeigen, was so geht. Und ich bin absolut bei euch. Grail Watch. Super geil. Und Hammer, was man aus einer Uhr machen kann. Tourbillon ist der Wahnsinn. Mit dem Gegengewicht genial. Die erste ist interessanter. Also, ihr habt da auf jeden Fall alle eine ähnliche Meinung wie ich. Das finde ich super. Und weil es so schön ist, gucken wir uns doch nochmal das Doppeltourbillon an. Wahnsinnsteil. Wirklich, wirklich cool. Gefällt mir sehr gut. Und ja, wenn ich hier mal so näher hingucke auf meinem Bildschirm, glaube ich, muss ich doch ein bisschen zurückrudern. Ja, vielleicht kann ich mich doch nicht so einfach für das andere Modell entscheiden. Aber es ist schön, dass das alles so hypothetisch ist. Ja, das ist ja nur Schaufensterbummeln, was ich hier mache gerade oder was wir hier machen. Aber man kann sich ja auch daran erfreuen. Das ist das Schöne an unserem Hobby. Man muss nicht jedes Piece besitzen, um sich daran zu erfreuen. Und das ist doch ja, einfach cool. Schön. Freunde, kurz vor 9, in Deutschland zumindest. Ja, wir haben ja auch Zuschauer manchmal aus anderen Ländern. Und das waren die 5 Uhren von 3 Marken, die ich euch mitgebracht habe in dieser Altair Sprechstunde. Und damit kommen wir zum Ende. Ich bin total happy, dass ihr alle dabei wart. Wir hatten konstant über 60 Zuschauer eigentlich. Wie gesagt, für mich ist das nicht normal auf dem Mittwochabend. Und bin euch super dankbar, dass ihr hier wart. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Falls ihr Interesse daran habt, nochmal genaueres zu lesen, ich gehe natürlich immer nur so ein bisschen grob hier über die Uhren, schaut gerne auf unserer Website vorbei. Was ich ein besonders cooles Feature finde, ist, dass die Sekundenstopp-Ausgaben sind ja im Prinzip aufsteigend nach Datum sortiert. Das heißt, falls ihr irgendwann mal so sagt, Mensch, was war denn eigentlich 2020 im Oktober? Welche Uhren wurden da vorgestellt? Könnt ihr im Sekundenstopp-Archiv einfach finden auf unserer Website. Wenn ihr wissen wollt, was waren denn überhaupt die Neuvorstellungen des neuen Jahres 2021 im Januar, Februar? Zack, auf die Website gegangen, ins Archiv geguckt und ihr habt alles parat, denn ich versuche so ausführlich, wie es geht, über jede Uhr zu berichten, die rausgekommen ist, wenn sie spannend ist natürlich. Und ja, dann bleibt mir soweit gar nicht mehr so viel zu sagen. Ihr verabschiedet euch schon alle in der Chatbox. Schön, dass ihr mir treu seid. Falls ihr Lust auf mehr habt, abonniert gerne den Sekundenstopp altair.de in die Rubrik Magazin auf Sekundenstopp und den Community-Button klicken. Checkt gerne mein Instagram, der Werkstudent, für ja ein bisschen mehr Content von mir. Abonniert gerne unseren Kanal, wenn ihr Lust habt, auch in Zukunft keine Videos mehr von uns zu verpassen. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Mittwochabend. Macht's gut. Ich freue mich schon, wenn wir uns in 2 Wochen wieder hören und lesen. Ja, und wünsche euch allen nur das Beste. Macht euch einen wunderschönen Dezember soweit. Ja, wir sehen uns dann Mitte des Monats wieder. Bis dahin, passt alle auf euch auf, bleibt alle gesund und ciao, ciao.